Previously on Resident Evil Revelations. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration of the Queen Dido, Norman. Raymond realized that Morgan was not who he seemed. So we set this trap together. The whole Veltro Revival Act. The mountain hideout. The coordination of the ships. All to put heat on Morgan. But I haven't given up yet. They've left us with an ace in the hole. Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelation. Wir befinden uns mittlerweile bei Episode 12. Die Königin ist tot. Was wird hier passieren? Kurz Rückblende. So wie ich das jetzt verstanden habe, gab es statt zwei Schiffe noch ein drittes. Und was genau es sich damit auffindet. Yes, Queen Moment. Dido. She's been resting on the ocean floor since that day. Which means we'll find her. The Terra Grigia. Exactly. We have a responsibility to see this mission through. O'Brien out. Show over. The BSAA is hereby under the direct supervision of the FBC. Clive R. O'Brien, you are under arrest for collaborating with the terrorist organization Veltro. Chris, chill. You're our only hope. The remains of Terra Grigia. And the Queen Dido. Approaching drop-off point. Ja, cool. Was ich vorhin erwähnen wollte, es gibt wohl ein drittes Schiff und was es nun damit auf sich hat, werden wir jetzt erfahren. Nachdem wir es gefunden haben. That's the Queen Dido. The third queen. Auch nicht schlecht. Mal hier im Taucheranzug Schiffswrack untersuchen. Hier mal im Taucheranzug zu spielen. Echt, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken hier. Generell bei Resident Evil ist es mal völlig neu, dass man hier jetzt im Taucheranzug und so schwimmt und einen Wrack untersucht. Ey, es wird immer cooler. Ach ja, schießen kann ich aber nicht, aber ich habe ja... Was ist das? Ah. Noch meine Granaten, die man verwenden kann. Auch nicht schlecht. So. That explains why Morgan cordoned off the area. Ich halte lieber Abstand. Hier sind auch
gibt es so viele grüne Kräuter und Haie. Und ein illegales Zubehör. Und wo lang müssen wir jetzt? Hier durch? Gibt es hier eine Luke? Nee. Ja, wohin denn jetzt? Ah. Ich hab immer Schiss, dass... Ach, hier ist noch was. Hier ist eine Tür. Die habe ich übersehen. Und die Musik, ey. So völlig untypisch Resident Evil irgendwie. Ah, da ist jemand. Hallo? 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 Hm. Zumindest ist er als Mensch gestorben, mehr oder weniger. I wonder if those corpses on the beach were Veltro. Weiß ich nicht, da ist noch eine Leiche. Ah, oh Mann, ich wollte die untersuchen. Ich wollte gucken, was mit dem war. Dieses hässliche Monster hat es mir einfach weggefressen. Munitionskiste Gewehr. Yay. So, hinterher. Hier ist nichts, okay. Noch mehr Munition. Wenigstens muss ich nicht hier um Luft betteln. Hab hier genug zur Verfügung. Noch. Was passiert als nächstes? Welche Tür? Ja, die Tür ist verschlossen, okay. Dann bleibt es. Electric lock. I hope the emergency power still works. The wires are all pulled apart. I'll fix them. Gut. Okay, I'll see if I can get the power going. Nach Strom suchen, das werden wir doch gleich mal erledigen. Mal sehen, was hier noch auf uns zukommt. Okay. Was ist hier? Da. Da drüben scheint der Schalter zu sein, alles klar. Ah. Oh nein. Oh nein. Ey, dass das jetzt so schnell ging, habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe doch diese blöde Granate geworfen. Ja, habe ich doch gemacht. Nö. Ein Schnapper und schon bin ich weg. So, jetzt bin ich aber vorbereitet. Ah! Oder auch nicht. Verdammt. Mein Arm hängt da unten noch raus. Oh, Menü. So, jetzt bin ich aber gewappnet. Vorsichtig, wo ist das hässliche Ding? Da kommt es angeschwommen. Bleib schön da. Jetzt mache ich dich kaputt. Getroffen? Scheint so zu sein. Nein! Ich habe nicht getroffen! Oh Gott! Immer noch nicht. Was soll das? Yay! Hilfe! Stirb endlich! Ey, wie lange leben die denn noch? Ich habe keine mehr. Scheiße. Oh nein, jetzt muss ich aufpassen. Hier durch, schnell. Gut. Nicht, dass hier noch irgendwo einer ist. Alles klar. Oh nein, da ist einer. Verdammt. Ah, cool. Aber erst zurück. Kannst du mir hier irgendwie auf die Pelle rücken? Nein, kannst du nicht. Okay. Aber hier könntest du mir gefährlich werden. Schneller, schneller. Nimm die Munition. Schnell, Jill, bitte. Ha, geschafft. Und das sollte das Problem lösen. Gut. Yay. Okay, on my way back. Oh, 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 oh. Ah. Schnell zurück. Und aufpassen. Chris, ich komme. Ah.
Nein. Lock mir ja weg. Okay, schnell hoch. Gut. Ja. Komm. Oh. Okay, let's move in. Ja, jetzt können wir rein. Wow, was für enorme Kräfte. Gut. He's FBC. There's something in his hand. Was hat er in der Hand? Hätten die das nicht einfach nehmen können? Anstatt mir das zu überlassen. Diktiergerät. Dario Barioni of the FBC Armed Forces. The time is 1948. I request that this recorder be handed over to General Lansdale. If found by the next team, everyone on my team is dead. Killed by the devil himself. We were unable to retrieve the video log. Our mission has failed. Weltro, they weren't sitting around waiting for death to come to them. When the FBC arrived, they were waiting for us, even though Terra Grigio was a year ago. Thoughts of revenge kept them alive. Okay. Da ist wohl gestorben. Okay, hier ist echt noch alles suchen. In Ordnung. Also, so lange ist das Schiff wohl noch nicht gesunken. Mal gucken, was noch so kommt. Oh je, das hört sich nicht gut an. Ah, ich wusste es doch. Ja. Du scheinst mir echt nicht zu passen. Ach ja, das habe ich ja noch. Kann ich ja jetzt wieder verwenden. Moment. Kann ich dich wenigstens noch untersuchen? Leider nicht. Okay, aber ist hier noch irgendwas anderes? In den anderen Räumen vielleicht, wo unsere Leiche lag? No, okay, hier ist nichts. Gehen wir zurück. Was? Oh Gott. Die Munitionsanzahl wird doch immer mehr, die man aufhebt. Was ist da? Oh mein Gott. Oh ja, da sagst du was. Lässt sich ja wieder ganz schön viel finden. Oh, verdammt. Ah, warum geht die Tür alleine auf? Oh Gott. Oh nein. Hey, wie unheimlich. Warum geht die Tür alleine auf?
already deep below the sea. There's no escape. No chance of survival. Unless... Oh nö, ich ahne was. Ich wusste es. Jack Norman was the head of Beltra. He has the video we can use to nail Lansdale. Videobeweise überführen. Ach, aufspüren. Überführen. Okay. Hier ist das Weltraumabzeichen. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum die Tür vorhin alleine aufgegangen ist. Nee. Ist noch was. Kann ich das lesen? Warum kann ich das nicht lesen? Ist doch blöd. Scheint interessant zu sein. Ah, hier kann ich was lesen. Cool. Dante Alighieri's göttliche Komödie. Ein Angebot den Toten. Eine Stelle ist unterstrichen worden. Der Regen macht sie heulen wie Hunde. Oft wenden sich die elenden Verfluchten. Das eine Seite Schutz der anderen biete die armen Gotteslästerer, wie sie im Kreise rennen. Dante Alighieri's göttliche Komödie, Inferno, Canto 6. Nix. Am Rande der Seite steht etwas in einer schludrigen Handschrift geschrieben. Wer sein Leben der Doktrin darbietet, wird auf dem Pfad für ewig neben den unvergleichlichen Jack Norman wandeln. Okay. Was auch immer das heißen mag. Na gut. Ist nichts. Das kann ich vergessen. Okay. Wieder so viele grüne Kräuter. Dann habe ich nur zwei Waffen bei mir, sehe ich gerade. Jo. So, der Scheiß. Okay. Jupp. Unsere Waffen könnten wir wirklich mal ein bisschen aufpimpen wieder. Machen wir das doch gleich. Mein Gott, habe ich viel gefunden. Ey, habe ich völlig vergessen. Okay, 140 neu. Was ist das? Was ist das? Hohe Durchschlagskraft und eine große Trefferzone zeichnen diese Waffe aus. Feuert mehrere Kugeln gleichzeitig ab. Na, ich nehme mal das mit. Okay. Hab ich mal was Neues. Weiter geht's. Okay. Ein toter FBC-Agent. Sie haben wohl auch nach Hinweisen gesucht. Oh Gott, hat mich das jetzt erschreckt, ey. Alter, wer redet da? Pape Satan, Pape Satan, Aleppe. Each one shall find again his different room. Shall he assume his flesh and his own figure. Shall hear what through eternity re-echoes. Kommt da noch was? Nein.
Alles klar. Wer redet da? By each one to be dreaded, who doth read that which was manifest unto mine eyes. Okay, Leute, ich mache hier erstmal wieder einen Cut. Ihr betet vor irgendeiner. Wer das ist, sehen wir im nächsten Part. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, hier bei Resident Evil Revelations.